Das würde ich doch gerne mal ausprobieren. Wow, hier fliegen viele Sachen durch die Gegend. Vorsichtig. Alle festhalten! So. Das hat definitiv geholfen. Wir haben Verstärkung! Von den Cat? Ja. Natürlich von den Cat. Uff. Dass hier das Feuer überhaupt funktioniert, ist sehr interessant. So. Ist andersrum. Das hört sich doch ganz cool an. Mit dem Vakuum hier. Greif den mal an. Ist zwar schon fast tot, aber macht ja nichts. Der hier ist wichtiger. So. Oh. Tschüss. Oh, der lebt ja noch. Jetzt nicht mehr. Ryder, der Recke sendet weitere Cat. Cerissa ist gleich da. Nicht nachlassen. Hab ich nicht vor. Wo lädt er sie ab? Vor uns mal wieder. Die Dezimierung wird nicht zurückgewiesen. Ich hole mir meine Beute. Das muss der Recke persönlich sein. Oh oh. Erledigen wir ihn. Gute Idee. Da oben ist er, ja. Lass mal seine ganzen Truppen ausschalten, damit die nicht mehr stören. Die Hasari-Diebin versteckt sich hinter ihren Handlangern. Sie ist ihre Puppenspielerin. Sie wird ebenso verdammt abgeurteilt wie sie. Sie hat diese Leg-Spikes, die ich ab und zu habe, stören wirklich. Ich weiß nicht, warum ich sie habe. Okay. Da näher ran. Ich würde mal gucken, ob wir mit der Shotgun eine Menge Schaden machen können. Autsch. Anscheinend. Ja. Allerdings kriegen wir auch immer nur einen Schuss rein. Wer sein Knie nicht beugt, dem wird es gebrochen. Halt dein verdammtes Maul! Schon. Nachladen hier. Ja, die Shotgun ist definitiv praktisch für das. Oh. Hat sich wieder teleportiert ein Stückchen. Ja. Bewegt sich zu viel, wenn er getroffen wird. Eine Kryo-Kombo. Bei der Kugel. Ich glaube, das ist trotzdem am besten. Ah, er ist trotzdem fast am Ende. Oh oh. Puh. Die ist in die falsche Richtung geflogen, obwohl das sollte trotzdem ganz gut gehen. Wieder ein Kryo-Kombo. Wunderbar. Halten wir nochmal nach. Sie für den Fall dann auch genug haben. Plötzlich war der Sound wieder da. Feuert alles ab! Zerstört die Arche! Töte! Puh.
Sarissa! Wir können ihn doch noch... Verdammt. Für Informationen gebraucht. Halt nicht am Schuss! Oh oh. Jetzt feuert das Schiff, hä? Oh, das sind eine Menge. Schlacht um Kerkes. Wir haben eine Chance. Wow. Das ist ein großes Feld. Lieutenant, bitte! Okay. Uff, wow. Sie reflektiert sogar die Schüsse. Das ist sehr krass. Ted, bringen Sie uns hier raus! Cora ist die bessere Person von den beiden. Weg hier. Das war knapp. Es hätte ordentlich nach hinten losgehen können. Aber genug, damit die Arche hält. Sie wird es zur Nexus schaffen. Egal, was es kostet. Sie müssen mit Sarissa über Isharas Nachricht sprechen. Ich möchte Ihnen beiden danken. Das war gute Arbeit. Ich bin stolz. Ma'am. Sarissa. Wir wissen von Ishara. Ihr Log? Dann bleiben Ihre letzten Momente erhalten. Sie haben Ihren Pathfinder im Stich gelassen. Sie hätten... Hören Sie. Ich habe ein Leben geopfert, um viele zu retten. Dazu werden wir ausgebildet, Lieutenant. Nur haben Sie es keinem erzählt. Weil Sie sonst nicht Ihre strahlende Heldin wären. Und vielleicht wäre das auch besser so. Ein Pathfinder gibt Ihnen Hoffnung. Sie wissen, was ich meine. Nicht wahr, Ryder? Die Asari sollten es trotzdem wissen. Die Wahrheit ist doch besser. Sie verdienen die Wahrheit, auch wenn sie hart ist. Ryder? Cora? Tun Sie das nicht. Wir müssen uns jetzt auf den Nexus-Anflug vorbereiten. Wir haben Ihnen einiges zu erzählen. Da ist noch mehr. Sarissa hat die Bergung der Cat-Daten über Isharas Leben gestellt. Unser Sam hat das Nachfolgelog entdeckt. Sie? Eine ihrer verrückten Ideen hat Ishara getötet? Nein, die Cat. Ich brauchte Gewissheit, dass die Arche entkommen kann. Wir sind entkommen. Wieder und wieder, während die Cat uns gejagt haben. Es war nur Glück, dass uns Ryder gefunden hat. Wer ersetzt sie? Verderia. Nun, ein Pathfinder mit ein wenig Demut kann vielleicht nicht schaden. Nehmen Sie sich ein Beispiel an Ryder. Sie schafft es. Sie hat sich jetzt schon bewiesen. Ich glaube, sie ist gut. Ich habe es geschafft. Dann schafft Verderia es auch. Ich habe sie vor den Cat beschützt. Verderia ist nicht fähig, sie... Eine Jägerin ohne das Vertrauen ihres Teams steht allein. Sie ist ein Baum in der Wüste, der nur Trotz trägt. Meine Worte, Lieutenant? Sie sind wahr, Ma'am. Gehen wir. Puh. Sie sind in Sicherheit und nur das zählt. Tja. Never meet your heroes. Treffe nie deine Helden, denn sie sind nie so gut, wie man sie sich vorstellt. Der Spruch trifft hier. Ziemlich gut. Aber gut. So ist das eben. Hey, alles okay? Kann ich den heutigen Tag nicht einfach rückgängig machen? Und einem Pathfinder nicht alles nehmen, was sie liebt? Ich habe so sehr an Sarissa geglaubt, aber die Asari sind genauso orientierungslos wie wir. Wir sind doch gar nicht orientierungslos. Warum bin ich gerade verschwunden? Und das ist auch ziemlich weit weg. Wir kennen unsere Mission. Und ich denke, wir finden uns ziemlich gut zurecht. Ich hätte das vielleicht nicht gerade zu einem Pathfinder sagen sollen.
Danke, dass Sie auf der Lucinia für mich da waren. Darf ich Ihnen etwas sagen? Alles. Ihr Vater hat richtig entschieden, als er nicht mich, sondern Sie zum Pathfinder gemacht hat. Ich gehe niemals voran. Ich suche immer nach einem Mentor und einem Plan, dem ich folgen kann. Die Fehler, die ich als Pathfinder machen würde, wären schlimmer als Sarissas. Ist schon möglich, und was jetzt? Sie sind besser als Sarissa. Sie sind mir wichtig. Ich brauche sie. Und sie haben Großes verbracht. Oder für mich bleiben sie etwas Besonderes. Oh. Besser als Sarissa. Schwierig. Für mich bleiben sie etwas Besonderes oder für mich... Oder sie sind mir wichtig, ich brauche sie. Nehmen wir mal, sie sind mir wichtig. Sie wissen, dass ich es ohne sie nicht schaffe. Scott. Okay, ich will es nicht ohne Scott. Sie schaffen. Hören Sie, ich weiß, wir flirten miteinander und haben unseren Spaß. Aber eine echte Unterhaltung? Ich fühle mich so verdammt viel besser, wenn Sie bei mir sind. Wie wär's mit einer Umarmung? Eine Umarmung? Ah. Danke. Mir geht's gut. Oder zumindest schon wieder besser. Ich muss nur über einiges nachdenken. Vorausgesetzt, ich kriege sie aus dem Kopf. Hey, wunderbar. Okay, wir können, glaube ich, auch gleich mal mit dir reden. Hallo. Wahrscheinlich nicht, oder? Kriegsgeschichten? Haben Sie noch mehr Kriegsgeschichten aus Ihrer Zeit als Elitesoldatin für mich? Nein, tut mir leid. Aber ich denke gerne an diese Zeit zurück. Ich vermisse die anderen. Wir sehen uns später, Cora. Passen Sie auf sich auf. Na klar. Okay. Was könnten wir denn als nächstes machen? Haben wir schon wieder eigentlich Punkte bekommen? Auf jeden Fall haben wir wieder Sachen zum Einsammeln. Aber aktuell keine weitere Kryo-Kapsel. Was könnten wir denn jetzt noch machen? Erstmal würde ich gerne das Asari-Schwert haben. Dann können wir auch noch mal nach E-Mails gucken. Oh Gott. Was auch immer hier passiert. Das macht 666 Nahkampfschaden. Schon ordentlich ist. Gucken wir mal, ob wir neue E-Mails bekommen haben. Tatsächlich. 3 Stück. Danke von Cora. Ich meine es ernst. Danke. Ich bin noch dabei, alles zu sortieren, aber seit unserem Gespräch fällt es mir leichter. Vidaria wird Hilfe brauchen. Sarissa wirft einen langen Schatten und Vidarias Ausbildung ist noch nicht abgeschlossen. Mal sehen, was ich für sie tun kann. Sie würde bestimmt gerne mit ihnen reden, falls sie das nicht bereits getan haben. Lassen Sie uns bis dahin einfach ein paar Bösewichte angreifen, ja? Cora. PS, danke für die Umarmung. Ich habe sie mehr gebraucht als gedacht. Sie sind gut darin. Danke, dass Sie mir den Panzer gerettet haben. Von Sid. Hi Ryder, Sid hier. Ich wollte mich nur bedanken, dass Sie gekommen sind, um mir zu helfen. Sie wussten wohl nicht, dass ich es bin, was? Aber das macht es so toll. Ich habe Ihnen nichts gesagt. Mein Fehler, sorry. Aber Sie haben trotzdem einfach geholfen. Obwohl Sie wussten, dass es wahrscheinlich gefährlich ist. Sie haben Ihren Gehalt für andere riskiert und deswegen sind Sie der Pathfinder. Nein, unser Pathfinder. Und danke, dass Sie Vetra unterstützen. Ich weiß, Sie sind für Sie da. Und deswegen kann sie für mich da sein. Das bedeutet mir viel. Sagen Sie ihr nicht, dass ich das gesagt habe. Sie sind super, Sid. Und wir fliegen nach Hause von Hidaria. Hey Ryder, kennen Sie mich noch, Hidaria?
Wir haben uns in ihrem hübschen kleinen Außenposten unterhalten, während ich mich um die Evakuierten von unserer Arche gekümmert habe. Aber damit ist jetzt Schluss. Wir fliegen nach Hause. Nachdem die Leucenia wieder auf dem Nexus ist, haben sie die Leute und die Shuttles, um uns heimzufliegen. Es heißt, dass das ohne sie nicht möglich gewesen wäre. Das glaube ich sofort. Danke für alles. Lieutenant Hedaria. Okay.